Hallo aus Bonn, Köln-Bonn. Der Köln-Bonn Airport ist im Passagier- als auch im Frachtbereich einer der wichtigsten Verkehrsflughäfen Deutschlands. Und nicht nur das, er ist auch ein unglaublich faszinierender und sehr vielfältiger Arbeitsplatz. Insgesamt arbeiten hier 15.000 Menschen und 130 Unternehmen, Dienstleister und Behörden. 1.800 davon bei der Flughafen Köln-Bonn GmbH. Für das Team sind wir immer auf der Suche nach motivierten Talenten, die wie wir spannende Herausforderungen und einen einmaligen Arbeitsplatz lieben. Genau deswegen zeigen wir euch jetzt, wie ihr euch den Karrierestart bei uns vorstellen könnt. Hi, mein Name ist Saskia, ich bin 19 Jahre alt und mache die Ausbildung zur Bauzeichnerin. Ich bin momentan bei Aviation Geodaten eingesetzt, wechsle aber auch mal zu Real Estate und anderen Abteilungen am Flughafen. Meine Ausbildung teilt sich auf in Berufsschule und in Praxisteil. Meine Berufsschule befindet sich direkt in der Kölner Innenstadt, das heißt super zu erreichen für jeden. Mein Arbeitsumfeld besteht eigentlich aus dem Büro oder, wenn man zum Beispiel rausfährt am Flughafen, auch aus jeglichen Gebäuden hier beim Terminal beispielsweise oder auch bei den Winterdiensthallen. Ein Vorteil, hier zu arbeiten, ist auf jeden Fall die moderne Arbeitswelt und außerdem das Mobile Office, dass man auch von zu Hause arbeiten darf. Mein Name ist Justin, ich bin 20 Jahre alt und mache hier die Ausbildung als IT-Systemelektroniker. Ich habe jeden Montag Berufsschule, die anderen 4 Tage bin ich hier im Betrieb. Meine Berufsschule ist direkt bei mir um die Ecke, 5 Minuten von mir, deswegen habe ich da keinen weiten Weg. Wir haben bei uns in der Abteilung ein internes Ticketsystem für IT-Störungen und Anfragen und das arbeiten wir chronologisch ab. Man sollte auf jeden Fall Interesse am Themengebiet mitbringen, gut mit Menschen arbeiten können und auch Spaß daran haben, Probleme zu lösen. Wir haben Experten in jedem Bereich, deswegen ist es total wichtig, dass wir als Team gut zusammenarbeiten. Ich bin Alisa Shalabi. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren am Flughafen, mache das duale Studium zur Immobilienwirtschaft und bin momentan im Bereich Real Estate eingesetzt. Hier im Immobilienbereich am Flughafen kümmern wir uns um die Verwaltung und Vermietung eigentlich aller Flächen, also egal ob es jetzt Gastro oder Shops im Terminal sind oder auch Frachthallen und Hangars im Sicherheitsbereich. Der Köln-Bonn Airport ist ein guter Arbeitgeber, weil er mich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis unterstützt und ich dadurch einen Einblick in das Flughafengeschehen bekomme, aber gleichzeitig auch mein Studium absolvieren kann. Mein Name ist Marcel Altinkum, ich bin 24 Jahre, arbeite bei uns im Frachtvertrieb und habe das duale Studium Luftverkehrsmanagement bei der Flughafen Köln-Bonn GmbH gemacht. Während des Studiums hatte ich viele spannende Projekte, beispielsweise durfte ich die Website hier unseres Frachtbereichs neu aufbauen. Die coolste Zeit natürlich war für mich aber die Auslandsaufenthalte. Ich war einmal während des Studiums in Bangkok und einmal auch in Atlanta in den Vereinigten Staaten. Während des Studiums werden wir Studenten natürlich vom Arbeitgeber gefördert. Einmal kriegen wir natürlich das ganz normale Gehalt, sowohl während der Praxis als auch während der Studienphasen, einen kostenlosen Parkplatz hier vor Ort, ein Jobticket und viele weitere Förderungen. Man sollte sich bei uns am Flughafen bewerben, weil es viele Karrierechancen gibt, spannende Berufsfelder und ein gutes Arbeitsumfeld. Hi, ich bin Franka. Ich bin Teil der Personalentwicklung am Flughafen und bin hier für die Dualstudierenden zuständig. Das Team CGN bietet pro Jahr ca. 20 Berufsbilder für eine Ausbildung oder für ein Studium an und das vor allen Dingen im technischen oder im kaufmännischen Bereich. Wir bieten euch eine Übernahmegarantie und fördern euch auch über die Ausbildung hinaus. Wir sind ein super Team mit tollen Möglichkeiten. Also, ready for take off? Bewirb dich bei uns für eine Ausbildung oder ein duales Studium und starte durch.